Die Leber ist mitverantwortlich für unseren Hormonhaushalt oder die Beschaffenheit unserer Haut, sowie als auch unser Energielevel, Immunsystem und ja, ob wir schlank bleiben oder schnell zunehmen zum Beispiel. Und ja, was gibt es für eine bessere Zeit für einen Leber-Frühlingsputz als jetzt zum Beispiel ja, der Frühling und der Sommer, weil da natürlich auch relativ viel wächst. Natürlich auch der Winter ist geeignet, aber ich sag mal, jetzt ist auf jeden Fall die perfekte Zeit, um was zu machen. Und in diesem Video erfahrt ihr heute, ja, warum muss die Leber so gut funktionieren und was gibt es für ein ganz besonderes Antioxidant, was elementar ist für die Gesundheit unserer Leber und quasi dafür sorgt, dass Umweltgifte wie Schwermetalle zum Beispiel besser entgiftet werden und was auch unsere Zellalterung ein wenig entschleunigt. Und dieses Antioxidant ist sehr, sehr besonders. Man nennt es auch die Mutter aller Antioxidantien und ich stelle es euch auf jeden Fall später vor. Des Weiteren erfahrt ihr natürlich auch, welche Antioxidantien noch so wichtig sind für eine gesunde Leber. Und ja, des Weiteren zeige ich auch einen Saft und alternativ auch einen Smoothie zur Leberreinigung. Also bleibt dran. Bevor ich jetzt in das Video einsteige, würde ich mich natürlich sehr über eure Unterstützung bzw. euren Support freuen. Das heißt natürlich über einen Daumen hoch und natürlich auch, falls du es noch nicht getan hast, ja, dass du einfach meinen Channel, wenn du möchtest, abonnierst, dann bleibst du natürlich immer auf dem Laufenden, sobald ein neues Video von mir erscheint. Die Leber, kann man so sagen, ist so der größte Filter unseres Körpers. Also das kann man sich so vorstellen, die Leber reinigt das Blut. Aber wenn die Leber zum Beispiel, ich sag mal, mit Giftstoffen überlastet ist, verstopft ist, dann ist natürlich, wird das Blut unrein. Die Leber weiß oftmals nicht, wohin mit dem Blut. Und bei vielen Menschen, die erleben dann zum Beispiel, dass sie Probleme mit der Haut haben, wie zum Beispiel Akne oder Ekzeme oder andere Hautkrankheiten, Hautprobleme. Und das bedeutet nichts anderes, dass zum Beispiel, ich sag mal, Blut, was nicht so rein ist, was unser Körper versucht, über die Haut zu eliminieren. Weil, wie gesagt, das habe ich schon in einigen Videos erklärt, die Haut ist unser größtes Ausscheidungsorgan und ja, wer könnte das besser wissen als ich? Ich habe ja auch sehr viele Jahre unter Akne gelitten und ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und ja, also auf jeden Fall, ein reines Blut sorgt natürlich auch dafür, dass wir eine gesunde, junge und reine Haut bekommen. Des Weiteren ist natürlich die Leber auch verantwortlich für Hormone. In der Leber werden Hormone gebildet, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn so unsere Leber natürlich ja, vergiftet ist oder verstopft, naja, vergiftet ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich sag mal, nicht so gut funktioniert oder beziehungsweise stagniert, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass die Hormonproduktion ein wenig gehemmt ist und nicht die richtigen Hormone in unserem Körper gebildet werden können. Dann kommt es natürlich zu Problemen wie zum Beispiel Libidoverlust oder PMS. In der chinesischen traditionellen Medizin heißt es zum Beispiel, dass die Leber dafür verantwortlich ist, dass so viele Frauen unter PMS leiden, beziehungsweise eine unreine Leber. Des Weiteren natürlich auch Probleme mit der Menopause. Das kann alles damit zusammenhängen, dass die Leber nicht richtig gut arbeitet, beziehungsweise ein wenig stagniert. Eine gut funktionierende Leber, die effizient arbeitet, bedeutet auch gleich ein hormonelles Gleichgewicht. Des Weiteren natürlich auch unser Energielevel wird mit von der Leber bestimmt, denn in unserer Leber wird Glykogen gespeichert. Man kann also sagen, eine gut funktionierende Leber oder eine effizient funktionierende Leber bedeutet auch gleichzeitig, dass wir mehr körperliche Energie haben. Und wie viele Menschen, jetzt mal ganz ehrlich, fühlen sich oft müde, oft schlapp und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Leber komplett überfordert ist. Des Weiteren hilft natürlich auch die Leber bei der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten. Sie entgiftet zum Beispiel Fette und natürlich auch für den Auf- und Abbau von Aminosäuren. Und die Leber produziert ja auch, oder beziehungsweise die Leberzellen, Gallenflüssigkeit. Und das ist natürlich sehr wichtig für den Fettstoffwechsel. Und Anthony William erwähnt ja sehr oft, dass eine sehr fettreiche Ernährung wirklich sehr schlecht ist für unsere Leber, insbesondere wenn wir Fette und Öle erhitzen. Und ich bin ganz ehrlich, ich erhitze mittlerweile nicht mal mehr Kokosöl, weil ich habe selbst, ich habe das Gefühl, selbst das liegt mir schwer im Magen. Also ich versuche definitiv, ja, wenn ich irgendwie mir etwas zubereite, ja, Fette erst hinterher zu meinem Essen dazu zu tun. Und das kann einen riesen Unterschied machen, ich sag's euch.
Deswegen ist natürlich auch die Leber mit dafür verantwortlich, ob du schlank wirst oder zunimmst. Und wenn du zum Beispiel wenig isst, aber trotzdem irgendwie nicht abnimmst, dann kann das natürlich auch mit der Leber zusammenhängen. Wenn du möchtest, dass ich darüber mal ein Video mache, dann bitte, bitte gerne in die Kommentare. Würde mich sehr über eure Kommentare auf jeden Fall freuen. Jetzt kommen wir zu dem Wunder-Antioxidans und man kann in diesem Fall wirklich sagen Wunder-Antioxidans, denn es gibt Studien dazu und zwar einige. Könnt ihr gerne mal selbst schauen, aber ich werde auch was unten verlinken. Und zwar, ja, wie vorhin schon erwähnt, man nennt es so die Mutter aller Antioxidantien, gerade wenn es so um das Thema Anti-Aging geht. Und es spielt eine sehr, sehr große Schlüsselrolle für die Leber. Die Leber braucht dieses Antioxidans. Das Antioxidans kann übrigens unser Körper selbst herstellen. Es besteht aus 3 Aminosäuren. Aber wir können es auch über die Nahrung zuführen oder über Nahrungsergänzung. Ich würde natürlich es erstmal über die Nahrung probieren. Aber natürlich, klar, Nahrungsergänzungen, habe ich in Studien gelesen, können auch helfen. Zudem sind auch die Mitochondrien, also so quasi die Klärwerke unseres Körpers, abhängig von diesem einen Antioxidans. Und habt ihr es erraten? Und zwar dieses Antioxidans heißt Glutathion in Deutsch. In Englisch heißt es, glaube ich, Glutathione. Und es wurde mal eine Zeit lang ein Riesending um dieses eine Antioxidans gemacht. Und es ist so, zum Beispiel Stress, schlechte Ernährung und insbesondere das Alter lassen dieses Antioxidans im Körper weniger werden. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es ist wirklich sehr, sehr wichtig bei der Entgiftung der Leber. Und es ist das absolute Anti-Aging-Antioxidans, was zum Beispiel auch unsere DNA reparieren kann. Und ich habe eine Studie gefunden zum Thema Lebererkrankung und da hat dieses Antioxidans dabei geholfen, dass die Leber sich wieder regeneriert hat, gerade bei einer Fettleber oder bei einer Leber, wo halt zum Beispiel sehr viel Alkohol getrunken wurde. Und ihr wisst natürlich, Alkohol ist eines der schlechtesten Genussmittel eigentlich für die Leber. Das Rauchen natürlich auch. Und ja, da ist Glutathion auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eine Leber regenerieren zu lassen. Und dazu gehört zum Beispiel Kreuzblütlergewächse, da weiß man, dass sie bei der Bildung von Glutathion helfen. Ich muss dieses Wort erstmal wirklich aussprechen. Also Kreuzblütlergewächse zum Beispiel, da habt ihr natürlich Kohlsorten, Brokkoli, Blumenkohl. Schaut einfach mal im Internet, was gehört alles in die Kategorie Kreuzblütlergewächse. Des Weiteren auch Avocado hat zum Beispiel Glutathion, auch sehr interessant, wusste ich auch nicht. Dann hat auch Spargel dieses Antioxidans. Jetzt im Moment ist ja Spargelzeit, also auf jeden Fall zugreifen. Des Weiteren natürlich auch Wildpflanzen, insbesondere auch die Brennnessel hat dieses Antioxidans. Und es gibt eine ganz besondere Distel. Da wird auch ein ziemlicher Hype drum gemacht, habe ich jetzt mal so festgestellt. Also ich habe es auch bei meiner Recherche entdeckt. Und zwar, das ist die Mariendistel. Sie kommt eigentlich aus dem Süden, ist aber jetzt schon bis nach Mitteleuropa anscheinend irgendwie vorgedrungen, also müsste es auch in Deutschland schon wild wachsen. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht hat einer von euch schon mal diese Distel gesehen. Und zwar, sie enthält einen Stoff, der heißt Xyliamarin und der hat eine sehr, sehr große Wirkung, wenn es um das Glutathion geht. Denn es hält Glutathion im Körper. Ja, und das gibt zum Beispiel natürlich auch als Nahrungsergänzung. Ich werde mal was unten verlinken, wenn ihr Interesse an so etwas habt. Aber ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne mal in der Natur schauen, ob ihr da diese Distel findet. Bin mal gespannt. Ich würde mich also wirklich interessieren, ob das jemand findet. Gerne mir auch mal Fotos über Instagram schicken. Und des Weiteren auch Vitamin C. Vitamin C ist sehr wichtig und ist ein riesen Kofaktor für Glutathion. Also Vitamin C steigert auf jeden Fall die Wirkung von Glutathion. Des Weiteren auch schwefelreiche Nahrung und selenium-reiche Nahrung sind beides wichtige Kofaktoren in der Bildung von Glutathion. Wichtig ist, diese Nahrungsmittel nicht kochen. Glutathion ist sehr, sehr hitzeempfindlich. Also am besten wirklich, das wisst ihr, das ist ja eh mein Credo oder Motto, am besten alles so möglichst roh essen, wie es geht. Und dann bekommt ihr natürlich das meiste Glutathion in den Körper.
Des Weiteren ist zum Beispiel auch Kurkuma sehr gut, auch wegen Glutathion und natürlich auch um die Leber zu entgiften. Weitere Antioxidantien, die auch noch wichtig sind, sind zum Beispiel Quercetin. Das habt ihr zum Beispiel in Äpfel oder auch Zwiebel. Dann ist auch Resveratrol sehr wichtig für unsere Leber. Das habt ihr zum Beispiel in Granatäpfel oder auch in roten Trauben. Das sind jetzt alles Zutaten, die ich extra zusammengesucht habe, die gut sind zur Leberreinigung. Da haben wir natürlich Grapefruit, sehr gut zur Leberreinigung. Dann natürlich auch rote Beete, Kurkuma, dann habe ich hier noch Ingwer, dann Löwenzahn, habe ich ja schon ein Video drüber gemacht, wie toll das ist, um die Leber zu entgiften. Dann haben wir hier Sellerie, laut Anthony William, klar, wissen wir alle mittlerweile, super zur Leberentgiftung. Dann noch etwas Gurke für den Geschmack. Ja, und so als kleines Goodie habe ich hier noch Spargel, und zwar den habe ich spontan gefunden und den werde ich heute auch entsaften. Spargel schmeckt ja relativ mild, kann man sehr gut in Säften verwenden, und das ist grüner Bio-Spargel und ihr wisst, hilft bei der Bildung von Glutathion. Ja, ich verwende wieder meinen Angel Juicer. Viele haben mich ja gefragt, ob es nicht eine günstigere Alternative zum Angel Juicer gibt. Schaut einfach mal unten meine Affiliate-Links, da könnt ihr in diesem Online-Shop auch mal gucken nach günstigeren, guten Slow-Juicern. Ja, und hier kommt jetzt nun der Smoothie. Ich verwende immer reife Bananen sowie einen Apfel, auch sehr gut für die Leberreinigung wegen dem Quercetin, Spinat und etwas Kurkuma, Ingwer, Löwenzahn, und das war's. Und was ich auch nochmal sagen wollte, keine Angst vor bitteren Geschmäckern. Ich meine, es schmeckt jetzt natürlich ein bisschen süßer, weil sonst könnte man das nicht trinken. Deswegen, Früchte sind auch absolut okay, auch keine Angst vor Früchten. Aber bitter ist wirklich wichtig für die Leber, um Gallenflüssigkeit zu bilden. Und das ist auch sehr gut für den Fettabbau. Deswegen, wir brauchen bitter. Es ist wirklich ab und zu wichtig, ja, auch mal sowas zu essen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit noch, eine schöne Woche. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald, eure Julia.